Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play Video, und zwar einem kleinen angezockt, sprich Vorstellungsvideo von dem PvP-Kampfspiel Blood of Heroes, das ich vor nicht allzu langer Zeit neu entdeckt habe. Ausnahmsweise gibt es dieses Ding nicht bei Steam, man kann es auf der offiziellen Homepage des Spiels runterladen. Und zwar, ja, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel, wie ich finde. Das Ganze ist vom Herausgeber Visor Games, also der Entwickler. Und es kann sein, dass es irgendwann mal auf Steam kommt. Im Moment aktuell noch nicht. Schauen wir mal. Und es geht primär um PvP-Gefechte, ähnlich wie For Honor. Nur sehr einfacher gehalten, würde ich sagen. Und kompakter in Sachen PvP-Kämpfe, weil wir gehen gleich mal einmal in so ein Menü hier rein. Haben wir hier halt die Möglichkeiten, kleinere Duelle auszufechten. Also 1 gegen 1 wird hier groß geschrieben, dann Rauferei 3 gegen 3, dann Herrschaft Arena-Kampf, was ich gestern kurz getestet habe. Das ist auch ein 3 gegen 3 Spiel. Also es gibt eigentlich, soweit ich das weiß, keine Massenschlachten. Zurzeit nicht. Das ist allerdings eine offene Beta, wo wir uns hier befinden. Die kann jeder von euch da draußen kostenlos runterladen und antesten. Ja, und letzten Endes hat das ein sehr nices Kampfsystem. Ich werde jetzt kurz versuchen, hier ein bisschen was von dem Spiel noch in der Menüführung zu erzählen. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, Premium zu holen, wenn wir wollen. Ja, da gibt es ein paar kleine Vorteile, mehr EP wahrscheinlich und ein paar Kristalle, die man sich verdienen kann. Dann haben wir hier Helden zur Auswahl, mit denen wir spielen können. Im Moment sind nur die drei zur Auswahl, die man sich hier einmal kaufen kann für dieses Echtgeld. Ansonsten haben wir hier Gegenstände, die man sich dann holen kann. Wir sind hier im Store-Bereich schon gelandet automatisch. Und einmal, das ist hier diese Echtgeld-Währung, die wir haben. Und einmal die Kristalle, die man sich mit Echtgeld dann ja, kaufen kann. Also nicht Echtgeld, sondern Ingame-Währung ist das, die man sich halt bei den PvP-Kämpfen verdienen kann. Standard eigentlich über solchen Spielen. Man kann sich alles freischalten, indem man fleißig kämpft. Und man kann sich das auch dazu kaufen mit Echtgeld. Dann haben wir hier noch eine Arena-Geschichte, wo wir uns hier noch ein paar Gegenstände kaufen können, um unsere Arena neu zu bestücken. Man sieht das hier. Und zwar können wir uns dann ein neues Burgtor einbauen. Turm des Besitzers. Das kann man alles optisch ein bisschen verändern. Das ist quasi unser Zuhause hier, wo wir uns befinden, dieses Areal. Und dementsprechend können wir dann auch, ja, alles ein bisschen verbessern. Dann haben wir hier noch eine Truhe mit verschiedenen Skins, die wir uns dann irgendwann mal verdient haben. Das ist hier ein Radka-Skin zum Beispiel. Dann haben wir hier noch einen von dem Worga, dem Zauberer. Und. Verschiedene Waffenskins am Start. Da wird bestimmt noch einiges kommen. Wie gesagt, es ist eine Beta. Und ja, hier können wir nochmal in den Store reingehen. Wie gesagt, Premium. Das passt schon alles. Also ordentlich was freizuschalten. Ansonsten haben wir hier unsere aktuellen Helden. Die drei, die wir auswählen können. Das ist einmal der Radka. Das ist der Worga. Und das ist der Rena. Alles so ein bisschen Wikinger-mäßig angehaucht. Quests haben wir hier auch, die wir erledigen können. Das ist alles sehr vernünftig beschrieben, was man hier machen muss, um was zu erreichen. Also relativ gut gemacht. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Gegenstände herzustellen. Da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Falls das jemand schon besser in Erfahrung gebracht hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir können hier Barren, Klingen, Aale, Seile, hast du nicht gesehen, herstellen. Was wir damit aber genau machen, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht können wir das mit den Arena-Sachen irgendwie kombinieren. Vielleicht ist die Funktion noch nicht voll ausgereift, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, für mich ist primär wichtig, dass ich einfach ein kleines Gameplay zeige. Und ein bisschen zeige, wie cool das Ding spielerisch vonstatten geht. Dementsprechend, ja, starte ich auch mal Spiel. Gestern ging die Spielersuche innerhalb von, na, 2-3 Minuten nicht ganz so schnell vonstatten. Aber es war auch ziemlich spät. Und ja, wir schauen mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Die 3 gegen 3 Variante war gar nicht mehr schlecht. Wir können hier immer in unserem Zuhause, wenn wir hier rumrennen, auch jederzeit den Held ändern. Ich werde jetzt einfach mal mit Rena spielen. Anpassen können wir den natürlich hier auch im Menü. Im Moment halt noch nicht viel. Das Geile natürlich auch, eine sehr, sehr coole Musikuntermalung hier. Wikinger-Style. Und da sind wir schon im Spiel drin. Können uns hier nochmal vor Spiel aussuchen, mit wem wir spielen. Aber wir nehmen unseren Radka. Und ja, das ist auch gleichzeitig Premiere hier. Oh, tatsächlich habe ich mich verklickt. Warte mal. Nee. Rena wollen wir. Tatsächlich ist das auch mal eine 1 gegen 1 Premiere. Mal gucken, wie ich hier abschneiden werde. Nach alter Sergeant Gustav Manier werde ich natürlich wieder auf die Fresse kriegen. Aber alles just for fun hier. Und wir kämpfen gegen den Zauberer. So, wir können natürlich auch ausweichen. Und das Kampfsystem ist sehr, sehr flüssig. Linke Maustaste haben wir hier schnelle Angriffe. Ausweichen, wie gesagt. Dann haben wir mit der rechten Maustaste große Angriffe. Mit F haben wir dann eine Fähigkeit.
wenn sie dann aufgeladen ist, können wir ausruhen wie ein Wilder. Dann haben wir nochmal die G-Taste, die wir belegen können. Da können wir uns noch ein bisschen stärken. Und irgendwann kriegen wir eine Ulti. Die ist, glaube ich, auf 1 belegt. Blocken können wir natürlich auch. Haben wir die STRG-Taste. Die muss ich noch ein bisschen umbelegen. So, wir werden natürlich gleich ins Gras beißen. Ich glaube, der Zauberer kann sich auch selber ein bisschen heilen. Aber es bewegt sich auf jeden Fall. Ich bewege mich extra jetzt so ein bisschen hier zum Gucken. Deutlich flüssiger als ein For Honor. Vom Kampfsystem erinnert mich das ein bisschen an, also von der Bewegung, vom Bewegungsfluss, an Conqueror's Blade. So, wir gehen aber jetzt nochmal rein hier, holen nochmal alles raus. So, da hat er uns weggemacht. Und das Ganze wird, glaube ich, mindestens 3 Runden gehen. Okay. Dann können wir auch, ja genau, das hatte ich gestern, also wenn wir mit dem einen gespielt haben und der dann verloren hat, oder sprich tot ist, können wir nur noch die anderen beiden aussuchen. Das heißt, wir werden jetzt auf Radgar ausweichen. Das ist genau das gleiche Spielsystem wie bei dem 3 gegen 3 gestern. Und auch da kann ich nur sagen, für ein Free-to-Play-Spiel ist das schon sehr nice gemacht. Übungen machen natürlich den Meister. So, die Abwehr ist geglückt. Und natürlich Timing ist die Kraft. Der ist ein bisschen schwerfälliger, aber dafür kann er sehr gut ausholen. Der ging daneben, schade. Jetzt hat er mich verklickt. Und er heilt sich wieder. Sich der Gustav ein bisschen konzentrieren. Der war nicht mal schlecht. Damit haben wir ein bisschen gestunt, sprich betäubt. Ja, so rein vom Spielerischen gefällt mir der Kollege mit den 2 Einhändern besser. Der ist ein bisschen schwerfälliger, aber dafür hat er ordentlich Bums und der Kampf insgesamt ist ein bisschen ausgeglichen. Na, jetzt heilt er sich natürlich wieder. So. Es gibt auch verschiedene Arenen, wo man spielt. Ich denke, das ist selbstverständlich. Okay, das ist eine sehr gute Attacke, die wir hier haben. Aber dadurch, dass er sich immer wieder heilt, haben wir es ein bisschen schwieriger. So, warte mal, vielleicht können wir hier... Ah, okay, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Das war auf jeden Fall eine knappe Kiste. Und auch hier sieht man, glaube ich, worum es geht. Wir läuten nochmal die Runde 3 an. Jetzt haben wir nur noch den Vorgar, mit dem wir spielen können. So. In den Startlöchern. Ich bin gespannt, was uns für Helden noch erwarten. Ich kann mir vorstellen, dass hier alles, was in dieser Zeit gang und gäbe war, irgendwie vorkommt. Vielleicht kriegen wir ein paar Samurais zu sehen. Okay, jetzt hat er uns einfach abgefertigt hier. Aber Gustav spielt, wie sie ist, natürlich, wie die meisten treuen Follower wissen, nicht für Pro-Gaming bekannt, sondern eher für Vielfalt in Sachen Spiele. Und dementsprechend haben wir hier 0-3 auf den Sack gekriegt. Und ja, nichtsdestotrotz sehen wir hier nochmal das Menü, was wir hier alles erreicht haben oder auch nicht. Münzen haben wir gekriegt, Erfahrung haben wir gekriegt. Gut, nächsten Kampf brauchen wir nicht austragen. Automatisch sind wir dann in unserem Unterschlupf gebeamt. Und ja, in neuer Manier werde ich das Video auch hier wieder mal schön kurz halten. Und hoffe, dass ihr von diesem grandiosen Game einen kleinen Einblick bekommen habt, worum es hier eigentlich geht. Ich muss sagen, obwohl ich jetzt auf die Mütze gekriegt habe, sehr, sehr cooles, flüssiges Kampfsystem. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und die Sachen, die wir hier alle anklicken können, das ist zwar als Altar, als Werkbank und alles beschrieben, aber letzten Endes, wenn wir hier mit E anklicken, kommen wir immer in dieses Hauptmenü rein. Ja, dementsprechend können wir hier natürlich die Sachen herstellen. Aber egal, was wir hier anklicken, ob wir jetzt einen Spiegel anklicken, das ist quasi unsere Menütaste, wo wir nachher Zugriff haben auf die ganzen anderen Menübuttons. Und insgesamt eine sehr gute Idee. Level 2 sind wir schon ein bisschen vorangeschritten.
Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf kommende Matches. Wir können vielleicht hier nochmal einmal durchgehen für Interessenten. Ja, wo ist es? Da, dass wir halt sehen, wir haben hier die Variation bei den Spielen halt 1 gegen 1 wird groß geschrieben, 3 gegen 3, also in Anführungszeichen eher kleinere Duelle, auch das Herrschaftding hier, das wird ja in 3 gegen 3 gekämpft, sprich, ja, man muss dann irgendwie nachher einen Punkt erobern, also relativ cool gemacht und ja, ich denke mal, das soll es gewesen sein. Ich hoffe an dieser Stelle, euch hat das Video gefallen, wenn ja, hoffe ich natürlich, dass ihr mich abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ansonsten gebt gerne einen Daumen nach oben da, liked das Video, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr kein neues Video von dem Sergeant verpasst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, checkt das aus, Sergeant Gustav ist raus, bis zum nächsten Video und tschüss.